So, mal gucken. Ist das hier? Hier kann man nicht durch. Achso, wie geht's hier? Dr. Rosenberg, ich bin ja so froh, dass Sie es geschafft haben. Wir konnten ein paar der größeren Teile zusammenbauen, aber Sie müssen den Rest der Konstruktion überwachen. Ausgezeichnet, Walter. Beenden Sie die Ausrichtung der Energiezellenmatrix. Ich werde sehen, ob ich das System im Hauptraum aktivieren kann. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, mal gucken. Das wird interessant. Ich glaube, ich kann mir so ungefähr denken, wo wir hingebeamt werden. Es sieht so aus, als wäre die Anlage in besserem Zustand hatte. Unglücklicherweise kann diese ältere Technologie, so wie sie jetzt ist, keine Zielpunkte auf der Erde anpeilen. Wissen Sie, Mr. Galoon, Teleportation ist nicht so einfach wie G von A nach B. Wir haben eine merkwürdige Grenzwelt entdeckt, die irgendwie Teil des Prozesses war. Und daher konnten wir nie mit Sicherheit vorhersagen, wohin uns eine Teleportation zurück auf die Erde bringen würde. Einige der erfolgversprechenderen Forschungsversuche führen zu einem Gerät, das mit den eigenartigen Kristallstrukturen verbunden werden könnte, die wir in dieser Grenzwelt gefunden haben. Dieses Gerät könnte dann als Fokussierpunkt und Relais genutzt werden, um bei der Teleportation zu helfen. Naja, theoretisch zumindest. Kurz nachdem das Gerät installiert war, brach der Kontakt zur Forschungsgruppe ab. Wir haben später andere Methoden zur Steuerung der Felder entwickelt, aber die Ausrüstung in diesem Labor benutzt noch die alte Technologie. Und damit wir hier lebend rauskommen, muss jemand in die Grenzwelt reisen, um das Gerät zu aktivieren. Mhm. Ich fürchte, Sie sind der Einzige, der dafür in Frage kommt. Alle anderen werden gebraucht, um die Anlage zu steuern. Wir sollten Sie ziemlich nah an die Stelle bringen können, an der sich das Forschungsteam befand. Ich fürchte jedoch, dass dort höchstwahrscheinlich mit Außerirdischen zu rechnen ist. Wenn Sie das Gerät gefunden haben, schalten Sie es einfach ein und richten die Emitter aus, bis das Signal maximale Stärke erreicht hat. Sobald wir das Signal erhalten, öffnen wir den Teleporter wieder, damit Sie zurückkehren können. Sie müssen sich aber, da wir ihn nur kurze Zeit offen halten können. Alles klar. Ich starte jetzt die Ladesequenz des Teleporters. Halten Sie sich bereit, Mr. Kellum. Wenn das Feld geöffnet ist, wird es sehr schnell instabil. Okay. Stimmt, können Sie mich hören? Alles bereit. Na denn. Wollen wir mal wieder eine kleine Reise unternehmen? Ich würde mal gerne wissen, was da oben ist. Puh. Jetzt kriegt das Ding erstmal Mach 6. Klingt ja fast so wie eine Mikrowelle, die man schneller macht. Wir haben's fast geschafft. Na, das ist gut. Da ist es. Daten werden geladen. Blickpunkt. Ja. Die Munition hätte ich mir auch sparen können. Schöne Musik. Erinnert mich so ein bisschen an alte Sierra Adventures. Die haben sich eingezogen, das weiß ich noch. So, die können uns ja erledigen. Wir sind wieder auf dem Planeten Xen. Wir haben den wirklich in jedem Half-Life-Teil besucht. Ach ja, der schöne Haiebrunnen, den wir noch nicht benötigen. Diese merkwürdige Haare. Mal gucken, wo wir hier lang müssen. Müssen wir hier hochklettern. Ah ja, wir schweben ja leicht. Weil es ja eine etwas andere Dimension ist. Ich habe so das Gefühl, dass wir da runter müssen. Aber da geht es ziemlich steil bergab. Die
wollen uns unbedingt sehen, die kleinen Hühnchens. Ich sage einfach mal, dass das Hühnchen sind. Huch. Wie kommen wir da hoch? Buff. Buff. Was wir hier auch für eine merkwürdige Akustik haben, das ist auch lustig. Ich habe so das Gefühl, dass wir da hoch müssen. Aber das führt da hinten hin. Oder wir probieren es über die Steine hier. Das könnte auch eine Lösung sein. So. Ich bin voll der Schnellchecker. Aber kommen wir da auch auf die Steine hoch? Ah, Leop. Das hätte fast geklappt. Das hätte fast geklappt. Jetzt kann er nicht springen. Meine Fresse. Versuchen wir mal unser Glück. So. Dann nochmal da hoch. Und jetzt müssen wir offenbar da hoch. So. Speichern. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Also, wir sind mal wieder auf dem Planeten Xen gelandet. Den kennen wir ja zwischen in- und auswendig. Aber da gibt es ja immer wieder neue Gegenden bei jedem neuen Half-Life-Teil. Oh. Ah. So, hier hinten ist ein kleines Hinterstübchen. Aber hier verbirgt sich offenbar nichts Besonderes, bloß dahinter, wo wir nicht durchkriechen könnten. Wegen dem Ding hier. Da geht's hoch, da ist es offen. Aber sonst gibt's da hinten nichts Neues. Laufen wir einfach mal hier lang. Hier kriegen wir, glaube ich, keine Waffen zur Verfügung. Mal gucken, ob wir entweder auf Freeman oder auf Shepard treffen. Das war ja der von Opposing Force. Hier kommen wir scheinbar nicht durch. Das ist eigenartig, dass das hier so eine Art Metall ist. Glibberiges Metall. Kann man bestimmt sagen. So, ja. Vielleicht müssen wir doch diesen einen Durchgang nehmen. Uns da irgendwie durchkämpfen. Das sah ja durchgängerig aus. Versuchen wir es dort einfach mal. So. Ja, das Ding hätte uns fast erschlagen, aber hier kommen wir durch. Oh, ich rechne jederzeit hier mit irgendetwas Beschissenem. Dass hier gleich auf uns irgendwas zugestoßen kommt. Und naja. Die Musik klingt ja richtig eigenartig. Da hinten müssen wir lang. Na denn, schnell durch. Bah! Oh, geile Musik. Ganz schön laut. Na, jetzt lass mich durch. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber da gab es ja zwei Wege. Okay, bevor wir da durchlaufen, nehme ich erstmal den anderen Weg. Da will ich erstmal gucken, was da so ist. Ja, ich habe mal das Licht ausgemacht. Man sieht gar nichts. Weil leider hat auch die Taschenlampe nicht unendlich Energie. Die muss auch ab und an mal aufgeladen werden. Hier ist Licht. Und ein, ja, Headcrab. Ach, hier gibt's... Nanu, wer hat sich denn hier versteckt? Ist das etwa Gordon Freeman? Na gut, kann er ja nicht sein. Der hat ja gelebt. Der hat ja gelebt, als wir den gespielt haben. Der kann ja schlecht gestorben sein.
Also wir sind schon den richtigen Weg lang gelaufen. Wir hätten da bloß ein bisschen Munition verpasst, wenn wir da nicht zurückgelaufen wären. So, mal gucken. Oh. Ich dachte, ich laufe weiter, aber ich bin stecken geblieben. Ich weiß gar nicht, wann ich nochmal gespeichert habe, aber sicher ist sicher, das Spiel kann ja jederzeit abschmieren. Noch ist es nicht abgeschmiert. Okay, wo könnten wir denn hier hinlaufen? Ne? Ne? Was? Hoppala! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich war gerade leicht irritiert. Da müssen wir lang. Da kam auch was raus. Nämlich dieses merkwürdige Vieh. Da geht's noch durch. Von da kamen wir. Was ist denn hier? Hier ist einfach nur irgendwas Eingestürztes. So, zwei Wege führen nach Rom. Welchen nehmen wir? Ich gucke erstmal hier rein. Headcrab? Jetzt lass mich durch. Hier ist irgendwas Glibberiges. Schleimiges. Da gucken wir gleich nochmal vorbei. Dann gucke ich mir mal den anderen Weg an. Was uns da so erwarten könnte. Schnell durch. Noch ein Headcrab. Aber eine größeres Areal ist hier. Huch. Ja, der hat sich einfach nur da drüben festgebackt. Speichern wir hier mal. Dann geht's ja auch noch weiter. Da sind echt zwei und noch mehr Wegmöglichkeiten. Alter Schwede, das irritiert mich langsam. Ne? Okay, hier geht's nicht weiter, das ist schon mal gut. Wo soll's denn hier weitergehen? Also der Encoder, der freut sich riesig. Weil hier fast nichts zu sehen ist. Hier kommen wir noch irgendwo durch. Oh, ein sehr großes Areal. Dann gucke ich nochmal zurück, wo es da hingeht. Denn da gab es ja irgendwas Schleimiges. Speichern ab und an mal. Huch. So, jetzt nochmal durchlaufen. Müssen wir uns hier nochmal ducken. Ich hoffe mal, das sind dieselben Wege. So. Ach, das Durchkriechen, naja, das kann mitunter ein bisschen zeitfressend sein, aber wir wollen ja mal sicher gehen, dass wir auch alles hier durchforstet haben. Hier geht's tief nach unten. Aber ich glaube, das ist der gleiche Ausgang wie vorher. Da sind wir halt nur nicht über den Wasserweg rausgekommen, sondern über einen anderen Weg. Das Problem ist, hier kommen wir nicht raus. Es sei denn, wir lassen uns von denen ein bisschen hochheben und dann, ja, geht das eventuell. Hier ist ein Haiebrunnen. Da sollte man doch den anderen Weg nehmen sollen. Da kommen wir, glaube ich, besser hoch. Oder kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hoch. Ja. Angenehm, diese Wärme. Diese Gesundheit. Das ist viel besser als solche Gesundheitsdinger für das Bad. Also für die Badewanne. So, versteck dich mal. Da ist eine große Höhle. Der lebt noch. Huch. Was ist das? Was ist das? Was ist hier los? Was ist hier los? Ruckelig, ruckelig, ruckelig. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Was ist denn hier los? Was war das jetzt für ein Bug? Ja, ich glaube, die Dinger sollte ich auch mal vorher kaputt machen. Ne? So. Dann nochmal zu den anderen Gesell hin. Was hat uns jetzt zum Teufel nochmal aufgezogen?
Eigentlich hat uns hier überhaupt nichts aufgezogen, aber irgendwie... Es kann sein, dass wir Version 1.0 haben und wir uns hier irgendwo festgebackt haben. Der hat uns dann einfach hinter diese Wand hochgezogen. Wozu der eigentlich gar nicht in der Lage sein sollte. Okay, genug geredet. Wir laufen mal hier lang. Hier können wir wenigstens stehen. Speichern und raus hier.